Hallo und herzlich willkommen. Wir machen heute wieder unsere Daily Challenge und wie ihr seht, heute ist die Herausforderung wieder möglichst schnell durch das Labyrinth hier auf 250 Meter Tiefe durchzukommen. Und dafür müssen wir uns schon ein bisschen anstrengen. Also es ist heute keine ganz einfache, alle liegen eigentlich recht nah beieinander. Aber ihr seht, wir schaffen es eigentlich in schönen 15 Sekunden und 19. Damit wir uns das Ganze nochmal anschauen können, machen wir es jetzt nochmal in Zeitlupe. Wir machen einen Headstart mit einer direkten Drehung. Springen, lassen ganz leicht ansetzen und gehen sofort in einen Sinkflug. Also nach unten drücken. Ich habe drüben auch nochmal den Controller ein bisschen größer gemacht, dass man schön sieht. Hier nicht runterfallen lassen, weil unten kommen die Dornen. Das heißt, wir probieren möglichst stark nach links zu fliegen und dann gleich nach rechts. Hier ist so ein bisschen ein Blocker. Wenn man ihn nicht verwischt, kostet es sehr, sehr, sehr viel Zeit. Direkt am Ende gehen wir wieder in einen Sinkflug, gehen rüber, gehen in den nächsten Sinkflug direkt gleich runter. Auf den Bumper und direkt gleich nächster Sinkflug. Also dieses Mal ist es wirklich auf Millimeterarbeit. Ich habe probiert, hier auch dran vorbeikommen, dass mir direkt die Kette habe ich nicht ganz geschafft. Direkt nächster Sinkflug runter auf die Rampe. Hier nicht dazwischen springen, passiert auch sehr, sehr gern oft. Und das ist jetzt nochmal ein heikler Grund, wenn man hier oft dann auch nochmal probiert, einen Sinkflug zu machen. Aber dann natürlich nicht die Kette hier kriegt, beziehungsweise den Ring halt eben kriegt. Und nochmal der letzte Sinkflug bringt uns dann direkt ins Ziel. Ja, das war die heutige Daily Challenge. Es ist mal wieder ein schöner Goldkuss. Ich hoffe, es hat euch was gebracht. Und wir sehen uns dann morgen zu einer neuen Runde hier bei Rayman Legends mit unserer kleinen Goldanleitung. Bis dann, ciao, ciao.